willkommen hier zu einer 29 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Vorweg, ich werde morgen nach der Bundesliga streamen. Morgen sind ja alle Spiele um 15:30 Uhr. Deswegen werde ich so gegen 18 Uhr 17:30 Uhr so Pi mal Daumen den Livestream anschmeißen. Und dann werde ich so, ja, ich denke mal, vielleicht streame ich sogar bis zur 20 Uhr Folge und dann, oh ja, gibt es direkt die 20 Uhr Folge. Muss ich mir noch überlegen. Fakt ist, ich werde morgen nach der Bundesliga live streamen. Ganz genau. Ihr hattet gestern die Möglichkeit, mir Challenge-Vorschläge reinzuschreiben in die Kommentare. Ich habe mich für den Top-Kommentar entschieden. Der Top-Kommentar hier mit 19 Daumen nach oben, das hatte ich gestern leider vergessen anzusprechen, dass ihr auch gerne Vorschläge von anderen liken könnt. Umso mehr Likes, desto ja, höher sind die gerankt, sage ich mal. Und umso mehr Likes, desto mehr sehe ich ja, aha, auf die Challenge haben ganz, ganz viele Lust, sage ich mal. Der Boris hatte mir vorgeschlagen, ich soll 6 70-Plus-Spieler-Packs öffnen und alle in deine Startelf einfügen. Dann musst du beim Ligaturnier gegen den besten Spieler in diesen drei Spielen musst du 25 Tore mit den 6 Spielern machen. Bitte like den Kommentar, wenn ihr meine Idee gut findet. Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Es gibt da ja diese 70-Plus-Goldspieler-Packs, da wo immer ein Goldspieler drin ist. Diese Packs werden wir jetzt öffnen, 6 Stück. Da kostet ein Pack 50.000 Münzen. Und mit diesem Goldspieler, den wir halt da immer drin haben, die Bronzespieler, ja, sind weg. Die stelle ich nicht in mein Team. Ich stelle halt linker Flügel, Stürmer, rechter Flügel, ZOM, ZM, ZM. Diese 6 Positionen werden besetzt von mir. Und dann werde ich gegen den Besten aus dem aktuellen Ligaturnier spielen. Das ist leider sowieso schon verloren. Das ist eine richtig starke Liga dieses Mal sogar. Und ich werde halt gegen den bestmöglichen Spieler spielen, den EA mir da anbietet. Weil manchmal kann man ja auch gegen andere nicht spielen, weil halt die schon gespielt haben. Genau. Müssen wir dann gleich mal schauen. Auf jeden Fall finde ich, das ist eine geile Challenge. Aber Boris, du hast leider die Bestrafung vergessen. Also, wenn ich die Challenge nicht schaffen sollte, könnt ihr sehr gerne Bestrafungen unten reinschreiben. Aber 25 Tore mit den 6 Spielern. Und ja, eigentlich habe ich ja nur die 6 Spieler, ne? Weil die Verteidiger sind ja eigentlich in der Regel sowieso nicht vorne. Kommt noch natürlich drauf an, wen wir jetzt ziehen. Wenn wir so einen Hazard ziehen, einen De Bruyne, einen Salah oder so, wäre es natürlich absolut mega geil. Aber ich glaube nicht, dass wir heute überhaupt einen Elite-Spieler hier bekommen in 6 Packs. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich... neues Event, Leute. Neues Event kommt heute vielleicht raus. Wenn es ein neues Event geben sollte um 21 Uhr, werde ich sicherlich so um... Dann bin ich um 22 Uhr wieder am Start, Leute. Real Talk. Ich sag's euch so, wie es ist. Dann kommt um 22 Uhr sicherlich ein erstes Video mit Packs etc. Aber müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt ein neues Event, vielleicht nicht. Vielleicht kommt es auch mitten in der Nacht bei EA. Weiß man ja nie. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Packs. Let's go. Pack Nummer 1. Pack Nummer 1. Wenn ihr übrigens von mir gegrüßt werden wollt, schreibt gerne auch unten rein in die Kommentare. Ich grüße immer so ein, zwei Kommentarschreiber von euch. Der Boris ist gegrüßt. Und ich grüße auch den Uno Momento. Wartet, wartet, wartet. Ich grüße auch den Julian. Der Julian hatte auch eigentlich eine Baba eine Challenge. Mit, ja, die CR8 Challenge, Leute. Der Julian hatte hier auch eine Challenge vorgeschlagen. Was war das? Hä? Ich habe nicht hingeguckt. Leute, was ist denn jetzt passiert hier? Verbindungsproblem. Och nö. Ernsthaft, EA? Jetzt weiß ich doch nicht mal, wen ich da im Pack hatte, ne? Das heißt, das erste Pack zählt nicht. Ich habe es gerade leider nicht gesehen. Ich glaube, das Pack wurde auch noch gar nicht angezeigt, ne? Es ist direkt abgebrochen. Keine Ahnung, ob ich das Pack jetzt überhaupt geöffnet habe. Aber normalerweise, wenn so etwas passiert, EA, wollt ihr mich jetzt komplett hops nehmen oder was? Wenn so etwas passiert, dann öffnet sich das Pack automatisch, glaube ich. Okay, ich bin wieder da. Keine Ahnung, ob ich es geöffnet habe. Das erste Pack ist einfach in Luft aufgelöst. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen Salah gezogen und ich krieg's einfach gar nicht mit. So, jetzt das erste Pack. Bitte gönn einen guten Goldspieler. Gönn einfach einen guten Goldspieler. Die Packs sind echt eigentlich cool aus. Ne? Ich finde, ihr könntet da solche Packs mehr gönnen. Auch bei Events, sage ich mal, dass man irgendwie... Das wäre wieder auch so eine perfekte Draft-Challenge, ne? Man spielt Draft und der Gewinner kriegt ein 80-Plus-Spieler-Pack oder so. Stein, Bronkbank, also ich hoffe, dass es in FIFA 21 Mobile Draft gibt. Wow! Xherdan Shaqiri, Alter. Und ich habe auch noch gesagt, ja, wir ziehen garantiert keine Elite-Spieler. Xherdan Shaqiri im Pack Nummer 1, Leute. Geil, Alter. Das ist geil. Shaqiri, 25 Tore in 3 Spielen. Das ist eigentlich machbar, ne?
Kommt drauf an, welche Gesamtbewertung wir am Ende haben. Und wieso lädt das denn heute so lange? Yay! Ist das euer Ernst hier? Und ich krieg wieder ein Verbindungsproblem reingedrückt. Jetzt raste ich aber aus hier. Das hatte ich ja schon lange nicht. Dreimal hintereinander in einer Folge. So, da ist das zweite. Eigentlich schon das vierte, aber ich habe die anderen Spieler leider nicht gesehen. Sink, Lushaku und Kadri. Kadri und Chakiri jetzt. Ich öffne noch eins und dann stelle ich mal die drei Spieler schon ins Team. Ansonsten vergesse ich am Ende, wen ich da im Pack hatte. Lul. Nee, okay. So, Abfahrt. Abfahrt. Haubrock, Albarani und Marcel Heller. Marcel Heller, der ist doch sogar relativ schnell. Das tut weh, jetzt hier erstmal den rauszustellen. Kadri hat auch 88 Tempo, das ist sehr gut. Chakiri, ja, kann man mauken. Und im Sturm, wie hieß er? Kadri, Heller. Marcel Heller, ich habe es echt fast vergessen schon. Marcel Heller, 92 Tempo. Barbarmäßig, aber ich stelle Kadri im Sturm, weil er ist ja gelernter Stürmer, sage ich mal. Ja, und dadurch, alleine durch diese drei Spiele haben wir schon die 123er bloß. Also es wird nicht so einfach, die 25 Tore. Hätte ich jetzt weiterhin irgendwie ein 135er Team oder so, ja dann wäre es eine andere Sache. Aber durch das Downgrade, sage ich mal, und die Spieler sind ja halt auch richtig schlecht, die haben keinen guten Schuss, da kann ich nicht einfach irgendwie... Nein, jetzt habe ich ein Team aufs... Jetzt habe ich ein Team dafür... Oh, ich bin lost. Ich bin so lost. Ich habe... Was habe ich denn jetzt dafür bezahlt? Ich hatte noch einen Token? Hä, WTF? Aber ich habe einen 86er gezogen. Junge, was ist mit mir los hier? Das war es wirklich komplett bei hier an dieser Stelle. So, das ist jetzt das richtige Pack. WTF, ja moin. Einfach einen Delph gezogen. Und... Kaminski, Koma und ein Lischka, zwei Goldspieler. Okay, bedeutet, ich suche mir einen aus und ich suche mir, ja, entweder, ist eigentlich egal, beide sind schlecht, Lul. Ich nehme einen Lischka, der ist schneller. Lischka im zentralen Mittelfeld. Nächstes, also zwei noch. Zwei noch. Palacios, Murray und Macheda. Macheda. Lischka, Macheda, Lischka und wer kommt jetzt hier noch ins Mittelfeld? Ich hoffe, ein Elite-Spieler. Ich hoffe, ein Elite-Spieler, Peralta, der nächste Stürmer im Mittelfeld. Perfecto, Matico. Läuft bei uns. Wartet, Leute. Das ist unser Team, mit denen wir gleich zocken werden. So, die hatten doch alle nur 70. Deswegen stelle ich hier mal ein. 70, 72. Hier, wir hatten... Ja, guckt euch das an. Das ist unser Team, Leute. 108, 109. Wo kann ich noch was machen hier? Ne, 109. Perfekt. Ja, also ich glaube, das wird schwer, Leute. Das wird schwer. Gerade wenn man sich die gegnerische Liga hier anguckt. Eine russische Liga, Platz 605 sind die insgesamt. Und ich muss jetzt hier gegen den 136er Team spielen. 134er. Das Ligaturnier ist eh verloren, Leute. Es ist nur noch 18 Minuten Zeit. Wäre das jetzt ein Turnier, wo man noch gewinnen hätte können, hätte ich es nicht gemacht. So, ich spiele hier gegen Gdalne Voktok mit 134. Abfahrt. 25 Tore in diesen drei Spielen insgesamt. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ein Verteidiger hier ein Tor macht. Ich glaube nur, dass ich... Ich glaube, dass ich halt nur mit den Spielern, also mit den Spielern, die im Sturm stehen, im Mittelfeld, damit, dass ich damit den... die Türchen mache. Aber lasst uns überraschen. Abfahrt. Let's go. So, Chakiri. Ich bin gespannt. Gerade die Schüsse werden interessant sein, ob die... Ja, genau so etwas passiert halt, ne? Und da sind die... Das wäre mit Neymar, mit allen anderen, die ich sonst im Team habe, wäre das easy peasy reingegangen. Aber hier bei diesem Team natürlich nicht, Leute. Oh, komm. Sherdan, Chakiri. Mann, schieß doch! Ernsthaft? Ja, perfekt, Leute. Null Tore nach 13 Minuten. Läuft bei uns, richtig. Aber mega läuft es bei uns. Ja, der muss rein. Der muss rein. Und der geht rein. Chakiri, wichtig, Mann. Auch fürs Selbstvertrauen hier.
das erste Tor. Und Marcel Heller, er haut ihn vorbei. Wenigstens habe ich den Konterangriff schnell verteidigt bekommen. Ja, bitte geh vorbei, Sheridan, Shaqiri. Ich kann von mega Glück sprechen, dass ich hier einen Shaqiri bekommen habe, ne? Der geht wenigstens nochmal halbwegs ein bisschen ab. Aber 26 Minuten, so wenige. Zwei Tore, Leute. Komm, Heller, du bist doch schnell. Marcel, Heller, du. Er schießt jeden Ball vorbei. Jetzt, der muss rein. Er schießt an den Pfosten. Und... Ernsthaft? Ich hab zwei Tore. Junge, was ist das? Guckt euch das doch mal verdammt... Guckt euch das doch mal an! Boris, das war der letzte Challenge-Vorschlag, den ich von dir angenommen habe, Kapi. Alter, na, das kann ich nicht schaffen, Leute. Drei Tore in einem Spiel. Vielleicht ein viertes jetzt noch. Vielleicht ein viertes. Nee, kein viertes. Also wenn ich jetzt in den letzten... Ich muss jetzt in den anderen zwei Spielen 11 Tore machen. Hört sich gar nicht so schwer an, in Ligaturnieren 11 Tore zu machen. Ja? Hört sich gar nicht so schwer an eigentlich. Eigentlich. Aber ich habe ein 109er-Team. Und 171 Chemistry. Ja. Geil, Leute. Wir müssen jetzt sogar noch gegen noch ein stärkeres Team spielen. Hier gegen Pidor spiele ich. Der 134er ist jetzt nicht mehr für mich verfügbar, sage ich mal. 11 Tore. Also jetzt 11 und im nächsten Spiel 11. Oder jetzt 15 und im nächsten Spiel dann 7. Ich möchte einfach mehr als 3 machen. Also ich habe jetzt schon so irgendwie innerlich mit der Challenge abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Boris... Oder allgemein, ihr könnt sehr gerne eine Bestrafung unten reinschreiben. Aber, Leute, ich werde jetzt kein Ronaldo abstoßen. Ich werde auch kein Name abstoßen. Das kann ich euch schon mal direkt sagen. Kann der nicht einfach mal reingehen? Und Hummels. Wieso? Ja, Hummels macht das Tor. Das zählt nicht mal, das Tor. Das Tor zählt nicht mal. Komm, Peralta. Ja. Ja. Ja, Peralta mit dem vierten. Macheda. Ja, Roberto Carlos. Ich hasse sowas, ne? Hätte im ersten Spiel Marcel Heller die 4, 5 Tore gemacht, dann würde es auch ganz anders aussehen. Aber die ganzen Schüsse von den ganzen Goldspielern, die sind so schlecht. Und ich kriege ja nicht mal einen geilen Angriff. Mir bringt es auch nichts, jetzt hier mit einem Heller durchzurennen. Bester Pass hier wieder. Boah, ist das anstrengend, Leute. Ja, normalerweise müssten wir das letzte Spiel eigentlich gar nicht machen, ne? Weil ich ja sowieso... Ich werd's, Leute, ich habe 2 Tore jetzt. Insgesamt habe ich 5. Das war deutlich, deutlich zu schwer, diese Challenge. Definitiv. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Oh! Das kann nicht wahr sein. Peralta, jetzt bitte. Das ist das 6. Tor insgesamt. Hoch auf Feller. Der wird ihn nicht machen. Hus. Nein, jetzt kriegt noch ein Gegentor. Aber ein Gegentor ist eigentlich... Ja, ist auch egal. Ja, perfekt. Gefettfingert noch. Läuft bei uns, Leute. Baba. Wirklich. 6 Tore insgesamt. Da kann ich hier nur mit dem Kopf schütteln. Denn 5-1. Komm, let's go, Mann. Marcel Heller. Ja, heißt 4 Tore jetzt. Ich habe mich gesteigert, Leute. Ich habe insgesamt 7. Das war wieder Hummels. Hummels, der Frechdachs. Hummels, der Verräter. Hummels hat die 7. Das sehe ich ja jetzt erst. Aber die Challenge ist eh schon vergeigt, Leute. Ihr könnt eine Bestrafung. Könnt ihr euch jetzt schon mal in den letzten Minuten eine Bestrafung überlegen? Vielleicht machen wir die Bestrafung morgen sogar live, aber das weiß ich noch nicht. So, Peralta. Das könnte jetzt. Jawohl. Wie viel habe ich jetzt? 6, 7 Tore insgesamt, ne? 7 Tore insgesamt. Ist Hoffnung da?
Nee, eigentlich nicht. 18 Tore jetzt im letzten Spiel, das ist... Nee, schafft man nicht. Aber ich mache trotzdem das letzte noch, Leute. Ich spiele gegen... Ja, ich spiele nochmal gegen Pidor. Ich habe zuerst überlegt, spiele ich jetzt aus... hier, gegen den 48er? Nee, Leute. 18 Tore jetzt im letzten Spiel. Ja, werden es alles Elite-Spieler vorne drin? Wären das alles Spieler auf dem Niveau wie Cihanan Shaqiri, dann wäre es machbar, glaube ich. Oh, Mann. Das ist so ätzend, ne? Wenn man weiß, normalerweise würde man diesen rasieren mit Neymar und Co. Am Anfang waren die Spieler noch gut, sage ich mal, am Anfang der FIFA Mobile Saison. Da hätte ich mich mega über einen Shaqiri gefreut. Aber mittlerweile hat man halt viel, viel bessere Spieler. Kadri mit dem nächsten. Das heißt, ich habe 8 Tore jetzt, ne? So, komm. Ja, wieso läuft er nicht weiter? Kadri. Mein Bruder macht hier schon wieder eine Premiere, der Frechdachs. Komm. Ja, wollte ich eigentlich sowieso direkt ins Aushauen und nicht so. Peralta. Hella. Wenn er den nicht macht, dann wäre ich hier ausgerastet. Peralta geht vorbei. Peralta ist echt Baba, ne? Okay, den macht er jetzt leider nicht rein, aber er ist gut mit dem Trick vorbeigegangen. Hat schon das ein oder andere Tor gemacht hier. Aber 25 werde ich trotzdem nicht schaffen, lieber Gamer Boris. Schade. Egal, Leute. Egal, wie viele machen wir insgesamt? Das ist die Frage. Wir haben jetzt 8. 8 oder 9 schon? 8 oder 9. Hier, 10. Ich sag jetzt einfach mal 10, Leute. 15 Tore werde ich jetzt eh nicht mehr schaffen. In 15 Minuten, da müsste ich jetzt innerhalb einer Minute, also immer eine Minute ein Tor machen. Das ist halt einfach nicht machbar. Das ist selbst mit einem guten Team nicht machbar, sagen wir es mal so. Oh. Ja, Odrius. Ich konnte nichts machen, Leute. Der ist einfach alleine gelaufen. Und Hella. Oh. Hella schießt den Ball vorbei. Oh. Hella schießt den Ball vorbei. Jappala. Läuft bei uns, Leute. Wirklich mega. Also... Das war es wirklich, also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Ich bin echt sprachlos. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt es direkt in der Früh die Hertha BSC Trainerkarriere. Dann nachmittags den Livestream und natürlich um 20 Uhr die 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Ich bin jetzt hier raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski. Und denkt dran, Bestrafung unten reinschreiben, ne? Tschüss.